Das Wetter entschied sich an diesem Vormittag in Duisburg gegen 11.15 Uhr nach anfänglichen Finsternissen doch zur Freundlichkeit, sodass den rund 400 Ehrengästen, die zur Einweihung der neuen Berliner Brücke gekommen waren, ein erfreulicher, ein schöner Ablauf der kurzen Feierlichkeit gewährleistet war. Als erster erschien Willy Brandt, der regierende Bürgermeister von Berlin, an seiner Seite der Duisburger Oberbürgermeister Seeling. Willy Brandt durchschnitt das traditionelle, das obligatorische Band und gab auf diese Weise die Brücke für den Verkehr frei. Die besondere verkehrstechnische Bedeutung dieser 1,8 Kilometer langen Brücke. Mit dieser Länge dürfte sie die längste des Kontinents sein. Die verkehrstechnische Bedeutung der Brücke, der neuen Berliner Brücke in Duisburg, besteht darin, dass sie die beiden Teile der Stadt verbindet. Das ist längst fällig. Duisburg ist durch den Hafen, durch die Ruhr, durch den Rhein-Herne-Kanal und durch Anlagen der Bundesbahn seit Jahrzehnten in zwei Teile gerissen. Und bereits vor dem Ersten Weltkrieg bestand einmal ein Plan, die beiden Teile durch einen Schienenstrang der Bahn zu verbinden. 1957 schließlich wurde der Plan insofern realisiert, als das Amt für Brücken und Ingenieurbauten der Stadt Duisburg mit dem Plan eines Brückenbaus betraut wurde. 6 Einzelzüge sind errichtet worden, 3 aus Spannbeton, 3 als reine Stahlkonstruktion. Die technische Besonderheit, gewissermaßen der Clou der Brücke aber, und das wird von allen bewundernd anerkannt, sind 160 hydraulische Pressen an den Pfeilern der Brücke, die bewirken, dass sich die Brücke an den zu erwartenden Niveauunterschied des Bodens anpasst. Nun, Willy Brandt und Oberbürgermeister Seeling sind am anderen Brückenende angelangt und dort spricht nun der Regierende von Berlin einige Worte. Der Bau der Brücke ist ein großartiges Werk der Gegenwart für die Zukunft. Ein Beitrag zur Bewältigung der Gemeinschaftsaufgaben, die uns aufgetragen sind. Sie ist ein wichtiges Glied in den Bemühungen, die überaus schwierigen Verkehrsprobleme in unserem Land lösen zu helfen, damit sie uns nicht über den Kopf wachsen. Sie ist darüber hinaus ein bedeutsames Bindeglied zum Westen, ein weiterer, ein praktischer Schritt auf dem Wege zur europäischen Einigung. Ich wünsche dem Bauwerk und dieser dynamischen Stadt und ihren Bürgern von Herzen eine gute Zukunft.